euch möglichst nicht zu bewegen. Und haltet euch vom Rand fern. Es ist ein weiter Weg nach unten. Das, was wir hier sehen, ist nicht etwa eine der berühmt-berüchtigten Fahrstuhlfahrten aus der Mass Effect-Reihe, wohl aber eine sehr gewollte Hommage an eben jene. In Der Abgrund, dem zweiten Story-DLC für Dragon Age Inquisition, stoßen wir namensgebend vor allem in eine Richtung vor, nach unten. Liegt es an mir oder ist das der langsamste Aufzug, der je gebaut wurde? Auf PC, PS4 und Xbox One begeben wir uns zum Preis von 15 Euro auf eine je nach Spielweise 6- bis 7-stündige Expedition in die tiefen Wege, dem unterirdischen Zuhause der Zwergenfraktion und der feindlich gesinnten dunklen Brut. Dort müssen wir einem mysteriösen Erdbeben auf den Grund gehen, das eine Lyriummine der Zwerge zerstört und einen Tunnel der dunklen Brut freigelegt hat, die es nun zurückzudrängen gilt. Es handelt sich hierbei um eine von der Haupthandlung losgelöste Nebengeschichte, die wir zu jedem Zeitpunkt des Hauptspiels am Kartentisch starten können. Aufgrund der hohen Gegnerstufen richtet sich die neue Mission wohl jedoch eher an erfahrene Inquisitoren. Bekamen wir mit dem ersten Story-DLC Hakons Fänge noch ein weitläufiges, frei erkundbares neues Spielgebiet geliefert, so schlägt BioWare mit Der Abgrund einen Weg ein, der eher an die Vorgänger der Spielereihe erinnert. So entpuppen sich die neuen Gebiete als sehr lineare Dungeons, in denen wir fast ohne Nebenaufgaben der Hauptgeschichte folgen, die dafür jedoch sehr spannend erzählt und mit einer erhöhten Dichte an toll inszenierten Zwischensequenzen bestückt ist. Zu Beginn unserer Expedition gibt es nicht allzu viel Neues zu sehen. Unsere zwergischen Begleiter sowie die wütenden Scharen der dunklen Brut kennen wir bereits aus Dragon Age Origins. Serienliebhaber freuen sich trotzdem über ein Wiedersehen mit den Kreaturen, die es bisher in Inquisition nur zu einer kleinen Nebenrolle brachten. Erst nach 2 bis 3 Stunden nimmt die Geschichte Fahrt auf und wir treffen auf die Schabritol, feindliche Zwerge, deren geheimnisvolle Pläne wir erst noch enthüllen müssen. Diese neuartigen Gegner setzen auf sehr schlagkräftige Waffen und erfordern daher eine besonders vorsichtige Herangehensweise. Abgesehen davon bietet der DLC spielerisch nicht viel Neues. Wir setzen auf altbekannte Spielmechaniken in einer frischen, zugegebenermaßen sehr stimmigen Kulisse. Zumindest ein paar neue Fähigkeiten für unsere Helden wären aber schon wünschenswert gewesen. Allgemein nehmen wir außer einigen wertvollen Bauplänen für mächtige Rüstungen und Waffen nicht viel ins Hauptspiel mit. Wer neue Dialoge sucht, in denen wir die persönlichen Beziehungen mit unseren Begleitern weiter vorantreiben können, der wird enttäuscht. Ich hoffe, wir treffen nicht auf einen Gesandten. Jetzt auf jeden Fall. Diese haben, abgesehen von einigen wieder sehr gelungenen Kommentaren während unserer Expedition, im Anschluss daran nämlich nichts mehr dazu zu sagen und grundsätzlich gelingt es nur sehr sporadisch, den Bezug der Geschehnisse zur eigentlichen Haupthandlung herzustellen. Wir erinnern uns hier an einige DLCs der Vorgänger, die ganze spielbare Charaktere eingeführt haben, mit denen wir nach Abschluss ihrer persönlichen Geschichte den ganzen Rest des Spiels bestreiten konnten. So bleibt Der Abgrund nur eine für sich alleinstehende Nebengeschichte, macht als solche jedoch eine durchaus gute Figur. Wer eine Erweiterung mit frischen spielerischen Ideen und ausgeklügelten neuen Mechaniken erwartet, der wird hier nicht zufrieden sein. Wer jedoch einfach Lust auf mehr hat und eine weitere spannende Geschichte im Dragon Age Universum erleben möchte, für den ist Der Abgrund genau das Richtige. Es bleibt nun abzuwarten, ob BioWare in Zukunft nochmal mit einem richtigen, nach der Hauptgeschichte spielenden Add-on aufwartet, das die Geschehnisse von Inquisition fortsetzt. Bis dahin prügeln wir uns noch ein wenig durch die tiefen Wege. We'll be right back.